Zockermorde. Düb, düb, düb und damit herzlich willkommen zum Livestream von Dawn of War 2. Jetzt wird die Kampagne erstmal gespielt. Nicht Chaos Rising, sondern die normale. Danach Chaos Rising und danach Retribution, oder wie das heißt. Ne, es gibt das Fight uns. Und wenn wir damit fertig sind, dann können wir auch Dawn of War 3 spielen. So, wie komme ich jetzt dazu? Der Klick hat angefangen, das zu spielen. Da habe ich gesagt, ach, machst du auch, weil wir gegeneinander spielen wollen. Auch im Mehrspieler. Nur, ich habe noch keinen Plan. Deswegen werden wir jetzt erst die Kampagne spielen. Ich werde das nur bei Twitch machen, werde das archivieren auf YouTube und damit dann auch ein herzliches Willkommen bei den YouTube-Zuschauern. Und nicht wundern, das ist ein Livestream. Ich werde hier auch interagieren mit dem Chat, sofern jemand da ist, nicht? Und dann geht das weiter. Und diese Videos werden wahrscheinlich auch lang. Ich werde immer einen Stream nehmen und den dann raushauen. Außer das ist ein 6-Stunden-Ding, dann werde ich den vielleicht teilen. Mal schauen. Ansonsten wünsche ich uns jetzt viel Spaß bei der Kampagne. So, ich habe hier schon zweimal kurz reingeguckt. Ich kann das irgendwie löschen. Keine Ahnung, wir werden sehen. Und ich habe jetzt hier auch schon den El Tono im Chat. Ja, genau, ja. Ah, El Tono sagt, ihr verfluchten YouTube-Zuschauer, geht mal in den Livestream. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Man könnte ja den Chat ja auch mit einblenden, aber ich weiß nicht, ob das vom Spiel so ein bisschen was wegnimmt. Wenn ihr das wollt, mache ich das natürlich gerne. Dann machen wir das. Dann müsst ihr euch nur äußern, ne? So, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal die Geschichte. Sergeant auswählen, wenn sie zuvor schon ein Echtzeitstrategie gespielt haben. Haben wir, aber schon lange her. Ich habe von dem Spiel absolut keine Ahnung. Ich weiß eigentlich nur, da war noch mal eins, habe ich damals gespielt. Das war geil mit Basenbauen und so. Und das ist ja ohne Basenbau. Du hast nur diese Helden und dann geht das los, nicht? Aber die Story ist halt, so wie ich das gesehen habe, auch mega geil. Da habe ich auch Bock drauf. Und das machen wir jetzt einfach mal. Oh gut, El Tono meinte, das mit dem Chat könnte nerven. Hatte er früher. Gut. War auch mein Gedanke, deswegen mache ich das nicht. Aber vielleicht, wenn man das später mal sieht und den Chat dann halt nicht hat. Okay. Dann lassen wir das so. Ansonsten einfach mal einschalten. Ich werde das dann twittern, followed hier bei mir auf dem Twitch-Kanal einfach. Twitch.tv/Zockermade. Dann kriegt ihr sowieso gleich mit. Oder einfach mal ein bisschen mal bei Twitter mal gucken, Zockermade, da wird das kommen. Weil ich habe bisher noch nicht so die regelmäßigen Dinger. Ich versuche aber jetzt regelmäßig, so regelmäßig wie möglich zu streamen. Ja, und werden wir das mal machen, ne? So, dann würde ich sagen, wir starten jetzt einfach erstmal und dann Abfahrt. Wie ein schönes Video. Subsektor Aurelia. Diese Gruppe aus Welten befindet sich am Rande des Imperiums der Menschheit. Von dieser Grenze kamen die Blood Ravens, ein Orden der Space Marines des Imperators. Jetzt sind die Ravens ein für alle Mal. Du hörst egal, wenn die rumballern, Alter. Captain Davian Thule und eine Handvoll Space Marines führen die Rekruten bei der Verteidigung dieser Welten an. Und nun beteiligt sich ein weiterer Space Marine an diesem verzweifelten Kampf. Ein frisch beförderter Kommandant bereit, in der dunkelsten Stunde die Führung zu übernehmen. Sie sind dieser Space Marine. Und Sie verwandeln die unsichere Lage in einen Sieg. Wenn du meinst, dann machen wir das. So, NP. So, was ist los hier? Tag 1, Dawn of War. Stehe zu deinen Brüdern. Calderis, jawohl. Kommandant Zockermade, Sie sind Zockermade, ein Space Marine, der vor kurzem in den Rang eines Oberkommandierenden erhoben wurde. Wuhu! Sie wurden nach Calderis entsandt, um Captain Davian Thule bei der Abwehr einer massiven Invasion von Orks zu helfen. Aufgrund ihres hervorragenden Rufs erwartet der Orden, dass es ihnen allein gelingt, das Kampfesglück zu wenden und Calderis zu retten. Als Mann weniger Worte sind sie dafür bekannt, dass sie auch unter Druck einen kühlen Kopf bewahren und gegen aller Wahrscheinlichkeit einen Weg zum Sieg finden. Naja, die halten ja ziemlich viel von mir, wa? Ja, vielen Dank, Tono. Tono hat einen Tweet rausgehauen und der Host auf seinem Kanal. Wir Blood Ravens wählen unsere Aspiranten aus den gestellten Kriegern dieser Welt aus. Kaldiris
Es ist die Wiege und die Zukunft unseres Ordens. Jetzt wollen die Orks sie uns wegnehmen. Das können wir nicht zulassen. Auf keinen Fall, Alter. Ich würde sagen, hauen wir mal richtig weg, die Jungs. Aus in Deckung bleiben. Tötet die Orks, die im Freien sind. Willkommen, Kommandant. Hier spricht Captain Davian Thule, Kommandierender hier auf Calderis. Wir bekämpfen die Orks, die diese Welt bedrohen. Okay. Sag schon mal hämmern hier, ne? Ist das nicht so laut? Ich bin mit mehreren Trupps unserer Aspiranten nördlich von Ihnen. Wir stehen unter schwerem Beschuss und verlieren die Kontrolle über unsere Flanken. Rücken Sie nach Norden vor und machen wir. So, kann man hier einen Tuck leiser machen hier, mal im Kopfhörer. So, ich habe ja hier schon mal, das habe ich ja schon mal angespielt, ganz kurz, wirklich. Ein, zwei Missionen hier. Das ist so jetzt mehr Tutorial-mäßig. So, wir sollen jetzt nach vorne gehen, aber es ist noch gesagt, hier komm Abfahrt. Das bin ich hier wohl, Zockermade. Jawohl, da haben wir auch unsere Fähigkeiten zum Sieg. Kostet hier 100 Energie, das ist unsere Spezialgeschichte hier. Punkte. Dann kommen jetzt die kleinen Kack-Orks, die hauen wir mal weg. Hauen wir mal die Steine weggehämmert, Alter. Ich werde das auch so machen, dass ich den, weil du kannst ja den auch ausrüsten hier, der sieht ja schon, er ist so sein kleines Schwert hier. Am Anfang ist auch easy peasy, da passiert eigentlich nichts, also wir brauchen keinen Kopf machen hier. Das war hier platt gemacht werden. Oh, danke, habe ich gewonnen. Ich habe die Planete Affenkarten gewonnen. Leute, ich sag's jetzt hier auch nochmal. Da wird auch nochmal ein Tweet oder Facebook-Post auf jeden Fall rauskommen. Der Eltonno, der ist ja noch bei dem Let's Play Forum aktiv, das heißt mit dem Kanal Games on Air Live. Und da gibt es verschiedene Formate, unter anderem werden so aktuelle Kinofilme, dann die Trailer gezeigt und drüber gesprochen, immer mit Gästen. Jetzt helfen wir nochmal auf die Sprünge. Wie hieß nochmal das Format? Also, der Schirm ist hier auf die Zielposition. Mal gucken, was er macht. Jawohl, Abfahrt. Und da gibt es am meisten was zu gewinnen, weil die auch ein... Gut, das Geballer ist laut. Das machen wir gleich. Wir werden uns hier erstmal... Gut, warte mal. Guck mal, ob ich jetzt hier im Menü reinkomme. Menü, jawohl, Spieloption. Wunderbar, also kann ich mal kurz quatschen. Sound, Audio, Musik, Sprach, Geräusch, Lautstärke, den drehen wir auch nochmal runter. Sprachlautstärke noch ein bisschen hoch machen. War noch ein bisschen runter. Musik auch. Gehen wir dann noch mehr. Das ist mal heftig, ne? Wie laut das ist. So. Das heißt, der hat. Wie heißt das Format nochmal mit dem Kino? Was du da immer machst. Genau, da sind verschiedene Sendungen. So, Games on Air, CineTalk, habt ihr Töne und Trash Talk. So. Und das, was ich gerade erklärt habe, ist das CineTalk. Und der Eltonno steht dann auch mit Warner Brothers und alles da dann in Kontakt. Und manchmal haut dann einer was raus, so wie T-Shirts zu neuen Filmen oder Kinokarten for free, die eben im Kino eingelöst werden können. Und ich habe da letztes Mal mitgemacht als Zuschauer. Und habe gewonnen, hat er mir gerade gesagt. Und deswegen vielen Dank. Baba. So, speichern. Weiter. So, ist es besser jetzt? Das ist so komisch an jetzt, ey. Rückt vor, Aspiranten. So, und der Kollege kann auch was hier. Granate. Abfahrt, Granate. Ja, jetzt besser, wunderbar. Danke. So, und der kann jetzt hier mal reinhämmern. Macht er das jetzt auch? Oh, er ist ja fast down hier, der Lack. Was machen wir hier? Das Stimulanzpack irgendwann für uns wieder nehmen. Warte mal, hier mal alle. Oh man, raus. Zack. Jawoll! Das ist ja mega geil. So, ich werde den auf jeden Fall hier mit seinem Schwertchen, ich werde den auf den Nahkampf machen, ich finde das cool. Ich sag mal, das Nahkämpfer.
Ein harter Berserker. So, das ist der zweite Held. Tarkus, so. Taktisch an, aus, durchbricht Unterdrückung, verringert genommen Schaden durch Fernkampfwaffen, kostet auf Kosten von Geschwindigkeit. Ja, okay. Hier haben wir eine Ausrüstung, man findet auch so Gegenstände, wo man dann die Leute hier ausrüsten kann. Ohne Scheiße, es ist gekämpft, Kommandant. Aber die Grünen heute werden uns nicht viel Zeit lassen, bis sie erneut angreifen. Jawohl, ich weiß nicht, ob ich das so lassen soll. Sie und Sergeant Tarkus, damit sie die Orks zurückdrängen. Rücken Sie zu den Ruinen östlich von hier vor und machen Sie sich bereit, die nächste Orkwelle abzuwehren. Alles klar, wir sind nach Osten. Das machen wir. Ich gehe nochmal kurz ins Soundding rein. Ich werde hier die Geräusche doch nochmal ein bisschen höher drehen. Vielleicht so. Weil das hört sich für mich jetzt hier gerade ein bisschen dumpf an. Neue Stellungen. Aber hat ja auch keinen Wert, wenn wir so nichts verstehen oder es so laut ist und nervig ist. So, was ist das hier? Ausrüstungsabwürfe aufsammeln. Jawohl, okay. Dann ein paar Infos immer. Was ist das für ein Kollege hier? Ork-Fahrzeug. In Deckung bleiben. Dieser Pickup hat ein schweres Geschütz. Ja, dann bleiben wir in Deckung. Ja. Kein Problem. Guck mal, Granate reinballern. Das sind in der Ruine! Das war einer hier, so ein Boss, oder? Aber den hauen wir weg, ist doch klar. Ich brauche mehr Jungs! Oh. Und da Menschen machen meinen Bäcker kaputt! So, haben wir nochmal einer rein hier. Dann wieder schneller. So viel Deckung, die wir beim Vorrücken nutzen können. Ja, okay. Wunderbar, was ist das? Gut gemacht, Kommandant. Achso, das füllt uns, stimmt, das füllt uns ja wieder auf. Weg durch die Hügel freigemacht. Rücken Sie vor und machen Sie diesen Weg dicht. Der Boss ist aber schnell aufgestiegen. So. Er hatte eh genug von der Pickup. Da, einer rein, Granate hilft immer. Puff. Alter! Die Orks haben einen Wachturm in der Nähe der Höhlenmündung. Ja, den hier. Mein Trupp kann ihn mit einer Granate ausschalten. Taktischer Trupp. Reiner, und gut ist. Aufstieg. So, die hauen ab hier, die Lappen. Die Grünen heute benutzen eindeutig diese Mine als Passage, Kommandant. Okay. Versiegeln Sie den Eingang mit allen notwendigen Mitteln. Gut, gut, mach mal. Die Orks haben in der Nähe des Eingangs Treibstoff und Munition gelagert. Alles klar. Eine gut platzierte Granate müsste das Lager zünden können und die ganze Höhle zum Einstürzen bringen. Gut, dann machen wir das. Granate, sagt er, ne? Dann machen wir eine Granate. Ab damit. Ab dafür. Um. Gute Arbeit, Space Marines. NP! Die Leute werden diese Passage so bald nicht wieder nutzen. Aber Ihr Anführer konnte durch den Tunnel entkommen, bevor wir ihn erwischen konnten. Das war unsere Chance, diese Invasion an der Wurzel zu packen. Er wird sich wieder zeigen, Tarkus. Und dann werden wir bereit sein. Okay, okay, okay. Die Orks sind unterwegs. Bereit machen zur Abholung. Okay. Der Sieg ist. So, das war die erste Mission, meine Freunde. Schlacht. Gut, was haben wir denn hier? Verbessertes Kettenschwert. Das ist schon mal geil. So, gut. Hab noch keine Ahnung, aber wird besser sein, ne? Was ist das? MK10 Höllenzähne Kettenschwert. Die ist die bevorzugte Nahkampfwaffe der Adeptus Astartes. Ja, bla bla. Ich denke mal, ist schön. So. So, was haben wir hier? Okay, beide haben die nächste Stufe erreicht und wir haben von Haus aus schon mal plus 16 Gesundheit, mehr Distanzschaden, erhöhten Nahkampfschaden und mehr Energie. Hier auch. Gut. Das ist anders verteilt. Guck mal. Weniger Gesundheit, aber mehr Distanzschaden. Weniger Nahkampfschaden und genauso viel Energie. Dass diese Energie ist für diese Spezialfähigkeiten, die die haben. Wir schauen einfach mal.
Willkommen an Bord des Schlachtkreuzers Armageddon, Kommandant. Calderis hat derzeit mit einer massiven Ork-Invasion zu kämpfen, ja, die auf den ganzen Sektor überzugreifen droht. Aus den nahen Sektoren empfangen wir Notsignale, aber wir müssen uns hier auf unsere Aufgabe konzentrieren. Ich möchte, dass Sie einen Angriff auf der Oberfläche übernehmen. Landen Sie an der Stelle, die auf Ihrer Planetenkarte markiert ist, und rücken Sie in die Flanken der Orks vor. Alles gleiche, Popärche, meine Freunde. Was ist das hier? Nutzen Sie den Vorteil aus. Ihr erster Angriff hat die Orks zerschlagen und zurückgetrieben. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihre Flanke anzugreifen und eine wichtige Versorgungsroute zu sichern. Erobern Sie das Dorf zurück. So. Ach, das sind jetzt die verschiedenen Planeten. Okay, das ist Caldere, Sektor-Ereignisse. Okay, das ist der ganze, gesamte Sektor. Okay, und das sind die, die Patienten. Die Planeten, die hier drin sind. Sektor-Info, erster Tag. Ork-Invasion. Auf Calderis findet derzeit eine massive Ork-Invasion statt, die auf den ganzen Subsektor überschwappen droht. Ja, soll ich auch halten. Tipps, wo, was? Ausrüstung. Durch Einsatzbelohnung und Abwürfe auf dem Feld erhalten Sie Ausrüstung. Bla bla. Nächste Stufe, okay. Krieg wird vor allem Trupps gezeigt, so, ja. Okay. Spieltipp, nächste Stufe. Ah ja, Kettenschwert. Kettenschwerter sind die Standard-Nahkampfwaffe der Space Marines. Da, bla bla, Tag 1, bla bla. Holter sind die Standard-Waffe der Space Marines, okay. Fragmentengranate, Stimulanzpack, das ist gut so. So, jetzt gucken wir mal uns ein Level up. So. So, hier, unten, übrig 2 Punkte. So, wir könnten natürlich sagen, Ausdauer. Gesundheit, Schaden, den der Truppenanführer, okay, mehr Lebenspunkte. Gesundheitsregeneration ist erhöht dann, okay. Das ist dann Distanzschaden. Ja, toll. Stärke, Nahkampfschaden. Wir wollen ja Nahkämpfer machen. Da wird der Nahkampfschaden natürlich erhöht. Nahkampffähigkeit, die Wahrscheinlichkeit, einen speziellen Nahkampf auszuführen und Gegner niederzustrecken, okay. Energie, also Wille. Okay, erhöhtes Ressort davon und noch die Rate erhöht. Ich würde sagen, weil wir 2 Punkte haben, dann kriegen wir hier noch gleich einen Bonus. Kriegsschrei. Für eine begrenzte Zeit führt der Oberkommandierende mit jedem Nahkampfangriff Spezialangriffe aus. Dabei verursacht er Schaden und wirft Feinde um. Außerdem kann er während dieser Zeit nicht selbst umgeworfen werden. Okay, dann würde ich sagen, wir hauen jetzt mal hier rein, weil wir kriegen dann das extra. Wunderbar. So. Jetzt wollen wir den Kollegen natürlich ausrüsten. Was hat er denn jetzt hier? 15 Schaden, 18,8. Jawohl, Angriffsgeschwindigkeit, 5. Wird das hier verglichen? Ja, wird derzeit, ach ja, alles klar, derzeit ausgerüstet. Kettenschwert, da kann man sehen, okay. Genauigkeit natürlich 100, Infanterie, schwere Infanterie, Fahrzeuge für den Arsch und Gebäude auch für den Arsch. Okay. Dann würde ich sagen, wir einfach mal erhöhten Damage. Was anders aus? Oh ja, mal ruhiger werden hier. Junge! Zweihändig kann ich nicht nehmen. So, ich behalte auf jeden Fall dieses Stimpack hier. Nehmen wir den nächsten Mal. So, was wird denn das für ein Kollege hier? Da können wir natürlich sagen, okay. Den geben wir jetzt mehr Ausdauer. Weil das höchste ist so, ne? Waffen freischalten, bla bla. Okay, ah. Okay, ist auch nicht schlecht. Und da, okay, wechselt ihr Ziel und greifen Tarkus Truppe an, anstatt anderen Einheiten. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Das machen wir mal, so. So, und dann kriegt der natürlich, der hat dieses zweihändige Bolter, warte mal. 5,2 Schaden dann, jawohl. Reichweite, bleibt alles gleich sonst, okay. Ja, halt, das noch was. Macht mehr Schaden gegen Fahrzeuge, 1%. Ja, ist jetzt nicht die Welt, ne, aber... Ist halt so. Können wir das noch einpacken? Jawohl. Parabel des Löwen. Plus 3% Genauigkeit. Ah. Wunderbar. Gut. Gut. Jetzt haben wir hier noch irgendwelche anderen Sachen. Stufe 5, bla bla. Das Librarium. Spenden Sie Ausrüstung, um EP und mehr zu erhalten. Okay. So, ich würde sagen, Fähigkeiten. Was ist das denn? Okay. Gut. Wunderbar. Bleibt so. Und jetzt kann ich, glaube ich, nur hier drauf klicken. Eine Mission.
erobern sie das Dorf zurück. Außenbezirke von Argos. Die Ortschaften im Ödland östlich von Argos dienen als Puffer zwischen der Wüstenwildnis und der planetaren Hauptstadt. Die Grünhäute haben außerhalb von Argos ein Dorf eingenommen. Dieses Dorf liegt auf einer wichtigen Versorgungsroute. Und ganz Calderis wird fallen, wenn wir sie nicht verdrängen. Sergeant Avitus und sein Trupp Devastor Space Marines hat das Dorf allein gehalten, aber letztendlich wurden sie überwältigt. Sie müssen das Dorf zurückerobern und die Orks vertreiben. Zur Unterstützung unterstelle ich Sergeant Cyrus und seinen Spähtrupp ihrem Kommando. Seine Erfahrung bei der Infiltration sollte sich als wertvoll erweisen. Ja, okay. Entsenden. So, was? Sergeant Tarkus, taktischer Trupp. Blip, blip. Tag 2, okay, erobern sie das Dorf zurück. Jawohl, wir sind auch Calderis, das habe ich auch geschnallt. Tarkus, seit Jahrhunderten ein Veteran militärischer Kampagnen, führt seine taktischen Marines selbstbewusst und mit unbeugsamer Härte in den Kampf. Tarkus bringt so schnell nichts aus der Fassung, er ist ein absolut verlässlicher, stellvertretender Kommandant und gewiefter Taktiker. Tarkus diente Devian Tule im Der Kronos-Feldzug und erwies sich schon bald als einer der engsten Vertrauten von Tule. Tarkus vollbrachte zwei überragende Leistungen in diesem Feldzug. Einmal gegen die Tau und einmal gegen die Necrons. Die Necrons, die hat gespielt in Dawn of War 1. Die waren sehr, sehr Porno. Und erhielt dafür die Terminatoren-Ehre. Abfahrt. Der Wachdienst reicht, Maggots. Wir sollten wieder Menschen moschen, so wie in der Stadt. Moment. Habt ihr was gehört? Leistung, Aspirant. Aber du Cyrus an Armageddon in Stellung. Okay, das sind so Scharfschützen getarnt, ja? Die habe ich jetzt auch dabei, okay. Space Marines, das sind ermutigende Neuigkeiten. Avitus, der Truppführer, der den Hamlet verteidigte, lebt noch. Die Orks hatten ihn außer Gefecht gesetzt, konnten die Arbeit aber offensichtlich nicht zu Ende bringen. Avitus ist zu stur zum Sterben. So scheint es, Cyrus. Eine Wachstellung der Orks steht zwischen Ihnen und Sergeant Avitus. Rücken Sie getarnt vor und eliminieren Sie die Grünhäute. Verstanden. Machen wir das. Abfahrt, Alter. So, wir gehen das mal weiter vor, als du, ihr auch, ihr Kollegen. Scheißegal, getarnen, was für ein Mädchen. Gleich voll ab hier, Alter. Kann ich mal in Ruhe gucken. Wunderbar. So. Abfahrt, hau sie weg. Lassen Sie diesen Wachturm einstürzen, Cyrus. Gut, ja, okay, da soll ich was machen hier, Cyrus. So, hier. Kann der. Infiltrieren, okay, verschwinden Sie aus der Sicht, bla bla. Sprengladung. Eine Sprengladung werfen, meine. Okay. Dann würde ich sagen. Außer Sicht. Außer Sicht. Zum Ziel. Zu einer besseren. Das ist eine gute Stellung. Ah, Gig, Taverne, danke, Gig. Ja, ich meine beide. Also, ich meine auch meine Stimme und die vom Spiel. Also. Eine Sprengladung wird diesen Turm einstürzen lassen. Oh, Rainer, die Butze. Und tschüss. Seid wachsam. Oi, Mensch! Dann er weiter, ja. Ausgezeichnete Arbeit, Cyrus. Spiel ist schon laut, ja? Soll laut, ja? Avitus ist auf ihrer taktischen Karte eingeblendet. Beleben Sie ihn wieder, damit er sich dem Angriff anschließen kann. Ein wenig weniger. Gut, dann machen wir das mal schnell. Hier nochmal runter. Ne, warte mal, das machen wir mal so. Aber so. Vielleicht doch so. Was soll ich machen jetzt hier? Es gibt oh, wunderbar. Die verdammten Orks haben einen weiteren und ist jetzt besser? Hügel gefunden. Oder noch ein bisschen. In der Nähe ihrer Position befindet sich ein Übermittlungssignal, Kommandant. Ja, Tonno, viel Spaß beim Stream. Damit wir Ihnen Verstärkung vielen Dank fürs Reingucken. Bis später. Viel angenehmer. Wunderbar, danke. Und die Guppies. So, den müssen wir zurückerobern hier, den Kollegen. Dann machen wir doch mal. Hier unten mit dem nur einer.
Ziel eingenommen. Jawohl. Verstärkung eingetroffen. Gut, und jetzt? Jetzt bist du ausgezeichnet. Jawohl. Avitus und sein Devastor-Trupp sind jetzt wieder auf voller Stärke. Jetzt auf zum Dorf und diese Orks eliminieren, Kommandant. Gut, also auf zum Dorf und Abfahrt. Wo ist das Dorf? Da oben. Wahrscheinlich ist es schlau, wenn wir hier reingehen. Cyrus hier. Grünhautaktivitäten. Hier, Brüder, wir gehen. So, was kann der denn hier? Feuer konzentrieren. Aber. Du, wir sind ran, Alter. Los, Junge! Na, läuft doch, wa? So, ich würde sagen, das lief doch schon mal ganz gut. Also ich muss ja hart taktisch arbeiten, glaube ich, später. Sprache geht eigentlich auch, wunderbar, danke. Ja, ich habe es gestern mal kurz ein bisschen ausprobiert. Und da war halt alles für den Arsch einfach. Da muss man einfach mal gucken. Die Orks ziehen den Schwanz ein. Tschüss. Die holen wahrscheinlich Hilfe. Bleiben Sie wachsam. Okay, machen wir. So, wo müssen wir hin jetzt hier? Dahin. Nur einfach Abfahrt, wa? Mein Trupp sollte eine Stellung in starker Deckung beziehen, Kommandant. Mit dem Sperrfeuer aus meinem schweren Bolter kann ich die Grünhäute festnageln. Ja, dann machen wir das. Und ihr geht hier hin? Devastoren bereit zum Feuern. Unsere schweren Bolter sind tödlich, aber es dauert eine Weile, sie aufzustellen. Und sie haben nur einen begrenzten Schussbereich. Okay, okay. Was ist das hier? Wer rastet hier aus, Alter? Kriegsschrei! Alter! Wie ausrastet! Das ist ganz schön laut, ne, wenn die ballern. Ich hab Shortcuts. Ah ja, hier Kuh und so, stimmt. Schwur der Loyalität halten, okay. Jawohl, danke. QWD, jawohl, ja, ich, alles klar. So, alle vorrücken, ja. Stimmt, habe ich. QWD, danke. Oder M in dem Fall hier. Kommandant. Es gibt in der Nähe Ihrer Position ein zweites Übermittlungssignal. Aktivieren Sie es, um die Sicherung des Hamlets abzuschließen. Ach, muss ich hier kaputt schießen hier die Geschichte? Dann kriege ich hier wieder der Granaten. Ja, stimmt, stimmt. Ganz viel LOL zocken, ja. Das ist wirklich heftig, ey. Halt, halt, nee, ich muss den nochmal einnehmen. Macht schon cool aus, ne? Na, voll klein hier, Alter. Ausgezeichnete Arbeit, Kommandant. Der Hamlet ist gesichert. Noch mehr Orks sind unterwegs, Kommandant. Machen Sie Ihre Trupps bereit, den Angriff abzuwehren. Dieser Hamlet darf nicht erneut verloren gehen. Oh, warte mal, soll ich alle rausgeschmissen hier, oder was? Wird doch nur... Die Wachstum Marines bereit für den Kampf. Avitus muss da rein. Und die anderen Nasen. Orks rücken an. Kommt schon, hierhin. Grün heute. Da kann das da drin auch, alles klar. Was ist mit dir los hier? Abfahrt, ja, Alter. Alter. Haben wir weggemetert hier, Alter. Ihr Lappen. Gute Arbeit, Avitus. Jetzt können Sie nirgendwohin flüchten. Zielt auf Sie, bevor Sie wieder in Deckung gehen. Ich habe eine Granate reingeballert, Alter. Oh, zack. So, warte. Was mit ihm hier?
Komm, da kann doch mal eine Granate reinballern. Gehen wir lieber weg. Ich zieh mich aber zurück, ihr müsst dann ja kommen. Oder? Ja, die kommen. Gut, gut, gut. Stefan, ich grüße dich. Hi. Squad euch das switchen. Ich hab nur die Helden hier irgendwie. Oh, Hammer, Alter. Gut gemacht, Space Marines. Thunderhawks sind unterwegs, um sie zurück zu Armageddon zu bringen. Jawohl, nächste Mission, durchgezogen. Dieser Sieg wird in den Ruhmeshallen geehrt werden. Na, geh ich raus von. Verbesserte Servorüstung haben wir. Fortsetzen. Und die haben erstmal schön ein Level up. Die beiden hier. Gut. Gut gemacht, Kommandant. Die Orks haben für diesen Angriff einen hohen Preis bezahlt. Da das Dorf geräumt ist, können wir die Hauptroute zur Hauptstadt sichern. Die Grünhäute wussten genau, wo sie am besten zuschlagen, Captain Thule. Cyrus hat recht. Jemand wiegelt die Orks auf und lenkt sie auf wertvolle Ziele. Wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, müssen wir herausfinden, wer die Grünhäute gegen uns aufhetzt. Kleine Ratte! So, erstmal aufwerten hier, würde ich sagen. So, ich gucke erstmal, wo die hier zwei haben. Das ist so ein Distanzangriff. Okay, was kann der dann? Alle Fernkampfwaffen, die Avitus nutzt, haben vergrößerte Reichweite. Dann abfahrt hier einer. Oh, Alter. So, und bei ihm hier? Da gehen wir auf Energie. Infiltrieren ist hier keine Energie, während Cyrus und sein Trupp in Still stehen. Ja, das ist, glaube ich, wichtig bei den, mit den, Darkwaffelei. Du sagst es, Kick. Du sagst es. Da würde ich sagen, wir machen jetzt mal den Wille, damit wir diese Bonuspunkte kriegen und dann müssen wir mal weiter gucken. So, jetzt sind wir wieder hier, haben wir schon was Neues. Du bist ja der Kollege, deswegen kriegst du nahkampfmäßig erstmal was. Aber so ist jetzt hier noch nichts, ne? Kann das sein? Vorderstufe 6, bleibt mal alle ruhiger werden hier, Alter. Bringladungspack, oh hier, was ist das denn? Grausame Stille. Sieht anders aus, ne? Kann das sein? Ja. Guck mal, die verändern sich auch. Da sieht man sogar, wenn die das Kleidung wechseln. Ja, das ist ja geil. Und warum ich jetzt hier so viel Kram schon habe, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wo ich da den Account erstellt habe bei Relic, dass ich da so Bonus angekriegt habe. Ich weiß nicht, ob die das sind oder ob das standardmäßig dabei ist. Das weiß ich nicht. So, und jetzt können wir uns hier was aussuchen anscheinend. So, jetzt ist aber die Frage, welches machen wir? Wenn es Helden im Multiplayer gibt, ja, soweit ich weiß, du spielst dann jetzt nur noch diese Helden. Du hast jetzt hier bei dem Spiel keinen Basenbaum mehr. Du spielst nur über diese Helden und im Multiplayer will ich auch nochmal spielen. Basenbau kommt erstmal nur so ein bisschen wieder bei Dawn of War 3 wohl. Dawn of War 1 war ja mit Basenbau und jetzt hast du nur noch die Helden. So, jetzt die Frage, was habe ich denn jetzt hier? Was ist denn jetzt hier? Neuigkeiten von Calderis, unsichtbarer Feind. Jemand scheint die Orks auszuwiegen. Ja, das wissen wir ja. Virabolta, Bob. Der Kampagnenrang setzt sich aus zwei Aspekten zusammen: Retter und Krieger. Die Retterwertung erhöht sich durch Sichern von Einrichtungen und Territorien, während die Kriegerwertung sich durch das Besiegen von Gegnern erhöht. Um eine Spitzenpunktzahl für die Kampagne zu halten, müssen sie in beiden Wertungen sehr gut sein, ja. Naja, bla bla. Gut, das wissen wir ja nun auch. Ja. So, und das soll ich jetzt, was ist denn jetzt hier besser? Imperial, ach da, da ist, ach so. Ah, da sind so Sachen. Kriege ich die als Bonus dann oder was? Automatische Gießereien sind auf vielen Welten zu finden. Sie unterstützen die Produktion von Waffenmunition, während sie die verschiedenen Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllen. Die Sicherung dieses Gießereien gewährt zusätzliche Unterstützung und ermöglicht die Nutzung von Tarantel-Wächterkanonen während eines Einsatzes. Ah.
Kommunikationsfeld. Durch die Eroberung eines Kommunikationsfeldes auf einem Planeten sind die planetaren Verteidigungskräfte in der Lage, Artillerieschläge auf einzelne Positionen zu lenken. Ah, das ist natürlich nice. Also, was ist das jetzt hier? Der imperiale Schrein sind über die Oberfläche vieler Welten verstreut und viele Menschen glauben, dass sie eine direkte Verbindung zum goldenen Thron darstellen. Die Unverletzbarkeit dieser Schreine ist von äußerster Wichtigkeit und ihre Rückeroberung ermöglicht Kanalisierung ihrer Macht zu allen Trupps auf dem Schlachtfeld. Das heißt, weil wir ja schon eine Gießerei haben. Kaffee kochen, Abwart, Alter. Weil ich sagen, wir gehen einfach mal hier ran. Drauf will ich schießen. Also wenn das ein Bonus ist, den ich habe, überall. Dann muss ich irgendwie. Muss ich auch was haben davon, ne? Okay, Himmelskillers-Überfall. Dann machen wir den mal weg. Tangier-Hochpass. Über die Hochebene dieser Region führen wichtige Handelswege und dort befinden sich mehrere Markt- und Bergbausiedlungen. Da gehen wir da mal rein. Kommandant, die Orks haben ein weiteres wichtiges Ziel getroffen. Die Ork-Überfälle werden von einem Boss namens Himmelskiller angeführt. Dieser Boss führt einen Trupp Stormboys an. Das sind Orks, die mit primitiven Sprungmodulen ausgerüstet sind. Stormboys sind besonders brutale Orks, die schnell zuschlagen und entkommen können, bevor Verstärkung eintrifft. Eliminieren Sie Himmelskiller. Das wird uns wertvolle Zeit geben und vielleicht aufdecken, wer diese Orks leitet. Okay, wir kriegen ja auch eine Belohnung. Verbesserte Scout-Rüstung. Okay, nice. Dann machen wir das einfach. Scheiß drauf. Und wir müssen ja platt machen. So. Sergeant Cyrus, Scout-Trupp. Cyrus, ein berüchtigter Veteran des Space Marines, widmet sich der Ausbildung der Aspiranten, die den Blood Ravens als Scouts dienen und macht aus ihnen gestandene Space Marines. Sergeant Cyrus setzt scharfsinnige und ungewöhnliche Taktiken ein, die bei anderen Space Marines nicht unbedingt auf Begeisterung stoßen. Diese Taktiken brachten ihm jedoch die Aufmerksamkeit der Totenwache ein, einer Eliteeinheit von Alienjägern, die der imperialen Inquisition dienen. Schön. Ja, schön, dass es kleine Videos gibt hier. Ich war den ganzen Horrorspielen gar nicht mehr gewohnt. War das hier so ein Versorgungsding? Boom, Alter. Feindliche Position auf der Karte gekennzeichnet, Kommandant. Da oben, Norden. Wir werden eine Spur aus Blut zurücklassen. Gut, machen wir das. Krallen Sie nur so weiter. Ah, hier, dann wird das Blut unseres sein. Was ist ein Umhang? Was habt ihr für Probleme hier? Scheiße. Warte mal, müssen wir uns taktisch mal vorgehen. Machi weg da, jawohl, gar nicht erst. So, warte mal, warte mal. Oh, unterdrückt. Neue Befehle für uns, wir sind hier. Moranda. Mal klarkommen hier, Alter. Kann die, glaube ich, auch in Gruppen packen, ne? Zerstört sie. Gut, so, jetzt noch mal ein bisschen schauen hier. Ist hier irgendwas auf der Karte, was hier ganz cool ist? Da müssen wir hin. Da sind auch noch welche. So, dann können wir entweder da lang. Hier kommen wir, glaube ich, gar nicht lang, oder? Doch, da kommen wir auch lang. Glaube ich, Wumpe. Wir gehen das mal hier links hoch jetzt. Vielleicht ist es auch pfiffig. Wenn wir sagen, Kollege, werd unsichtbar und check die Lage. Gut, gut. Dann wird das jetzt die 2. Wie können wir die gut, das ist besser so. Versuche, genaue Zahlen zu bekommen. So, dann können wir hier schon mal ein bisschen gucken, was hier los ist. So. Bestätigt. Scheiße, war alle. Hier ist Brüder, wir gehen.
spürt den Zorn des Imperators. Was soll er machen? Reden Sie weiter. Da war so eine Granate rein und Ende aus mit ihm auch einer. Ein hoch, jawoll! Es gibt noch weitere Ziele. Kann ich hier drehen? Nee. Lass sie kommen! Der Boss hat uns allein gelassen! Wo der Lappen ist! Ist zu viel, oder? Gut. Runter. Jetzt haben wir die zwei. Sollen wir hier ganz taktisch vorgehen? Tarnung aufrecht erhalten, liefere Beschuss. Wunderbar. Für den Orden. Boom, Alter! Ah! War easy Game. So, da, die heilen sich auch ziemlich gut, sehe ich gerade. Was sind die Zahlen da? 1, 1, 2 da rechts? Ich weiß es nicht. Da oben ist was, da gehen wir mal hin. Da ist auch noch was. Alter, feindliche Kämpfer auf dem Feld. Right. Taktische Marie verstanden. Nur lass du da rum. Ist klar, du Vollidiot, Alter. Wohin schießen? Die grüne Welle steigt an. Sie sollen durch uns fallen. Abwart, Alter. Haut ab da, ah, weg! Granate! Ihm brauchen wir! Granate rein! Lang schnacken, sieht mich das? Nein, weg! Gut, so wunderbar. Leute, wunderbar. Räumen wir erstmal hier unten auf jetzt. Ha, ist doch geil, Alter. Boah, Mann. Sie hat mich da jetzt. Nein. Wunderbar. Oh, Gebet der Rechtschaffenen. Kann ich das jetzt schon anwenden? Oder kann ich das schon reinpacken? Nee, wa? Huch. Ja. Weiß nicht, geht nicht, ne? Ich weiß nicht, was da los ist. Wir machen die jetzt auch nochmal mal platt. Ich hab hier keinen Bock, mir auf den Sack gehen. Der reinrennen, ist der Hammer, Alter, ne? Mama. Schön, wunderbar. Da sind sie. Halt. Cyrus hier. Grüne Hautaktivitäten. Zu einer besseren Position. Hat er mich gesehen, Alter? Gibt's doch gar nicht. Noch mehr Leichen. Oh, NP, Alter. Scouts hier. Verlasse die Tarnung. Wunderbar, einnehmen. Gut. So, jetzt nehmen wir die ganze Geschichte erstmal ein. Mann, vorne. Hoffe ich doch morgen, dass es cool ist. Stellung gesichert, Anna. So, wir gehen mal weiter. Was ist das da? Xenos. Ich darf
Also ich werde ja immer alles einnehmen, Leute, ne? So. Wanda, jawohl. Level up. Das ist doch nicht wahr hier. Ja. Gleich rein, Herr Mann, kaputt kloppen. Und was ist ihn los hier? Achso, der hat nicht genug Energie. Achso. Rahmenmantel, alles mitnehmen. Also während der Mission kann ich es nicht. Kann ich das nicht ausrüsten, nicht? Meine Freunde. Soll ich mal kurz gucken, ja? Gut. So. Achso, wären wir jetzt hier rechts rum? Alles klar. Wir gehen erstmal nach rechts und dann huschen wir rüber nach Westen und krallen uns da irgendwas. Wir nehmen aber erstmal das ein. Oh. So, warte nochmal, er hier. Oh, da muss er richtig markieren, Alter. Oh, 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 oh. Na, das läuft doch. Habitus, Standard. Kommandant, Sie befinden sich in der Nähe eines wichtigen Kommunikationsfeldes. Die Eroberung dieses Feldes würde uns auf dem Planeten eine bessere Stellung verschaffen. Na, machen wir das doch. Dieses Feld wird gut verteidigt. Die Eroberung wird nicht einfach werden. Jo, Latte. Granate rein. So, dann machen wir den Kollegen hier. Granate da rein. Der haut schon ab hier, Alter. Feigling! Ah ne, er ist das. Hat er schon. Oh, weiter geht's, würde ich sagen. Oh, gut gemanagt eben hier, oder? Das war gar nicht schlecht. Zusätzliche Vorteile. Okay, das war Kommunikationsfelder versorgen Sie in Einlassbesprechungen. Okay, mit Zusatzinformationen. Je mehr Felder Sie kontrollieren, desto mehr Informationen erhalten Sie. Das Kontrollieren von mehreren Feldern auf allen Planeten erhöht auch die verfügbare Bewaffnung bei Verteidigungseinsätzen. Ja, wunderbar. Transfelder sind alte Relikte, die Signale über einen ganzen Kontinent senden können. Die Eroberung eines Kommunikationsfeldes bietet Ihnen mehrere Vorteile, die Ihnen bei Ihrer Kampagne helfen. Zum Sichern des Feldes müssen Sie einen Trupp auswählen und dann das Feld mit der rechten Maustaste anklicken. Ich muss einfach mal mit. Ich weiß nicht, ob das. Kriegen wir da immer mehr? Also, das ist auch mal ein Ende. Wunderbar. Einnehmen, bitte. Dankeschön. Tonno ist auch online. Feldgeneratoren jetzt im Einsatz, Kommandant. Weitere Generatoren werden bis zu ihrem nächsten Einsatz nicht verfügbar sein. Generatoren, ja. Was bringt mir das jetzt? Generatoren, halt, warte. Das müssen wir mal lesen, Leute. Sie haben Generatoren um das Kommunikationsfeld platziert, das Sie gerade gesichert haben. Richtig. Diese Generatoren betreiben das Feld und halten es unter Ihrer Kontrolle. Sie können Generatoren nur einmal pro Einsatz platzieren, daher können Sie erst bei Ihrem nächsten Einsatz weitere strategische Ziele sichern. Ach so. Ah. Was ist denn da hinten? Ist ja noch was. Halt. So. Also sichern, aber das heißt nicht, dass ich es nicht nehmen kann. Na, die Brownies. Ja, Brownies sind richtig heftig. Kann ich auch nicht fressen. Lösen ein. Sie haben ein Signum erhalten. Dieses ermöglicht es Ihnen, Artillerieschläge von nahen Batterien der imperialen Armee anzufordern. Durch die Eroberung weiterer Felder auf diesem Planeten können Sie zusätzliche Schläge pro Einsatz auf diesem Planeten anfordern. Sie können das Signum ausrüsten, wenn Sie zum Schlachtkreuzzeug zurückkehrt sind. Okay, 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 okay. Ja, das ist doch schon mal nice. Wir gehen jetzt erstmal hier wieder lang. Morgen vorne, wir gehen mal hier lang. Aber warte mal, wir sind jetzt, wenn wir jetzt hier hochgehen, dann kommen wir da runter.
machen wir das auch. Und dann gehen wir da hinten links hin. Die machen das automatisch, kann das sein? Volta, verbesserter Volta. Kettenspalter. Zack, bleib weg, hör mal den Lappen. So, da geht nichts. Da brauchen wir ja Energy. So, das hat sich erledigt hier. Und ab voran da. Ich glaube, man könnte das auch ein bisschen strategischer machen. Zu dieser Position ab. Also jetzt so sagen, okay, pass auf. Aber ey. Scheiß drauf. Schön, schön. Was ist denn hier los? Komm ran da. Feindbewegungen voraus, Brüder. Ja, okay, pass auf, dann machen wir folgendes. Das muss auch strategisch sein. Die Rekrut, wie du befehlst. Oh, die zwei. Anna. Da hämmern wir einfach mal eine Granate rein. Hier, so eine Sprengladung. Und hämmern das einfach weg, der scheiße Bruder, ey. Wo kein Mensch. Um Neues zu erschaffen, muss das Alte abgerissen werden. Du rennst doch mal rein, wie ein Weltmeister. Dann läuft das auch. So. Ah, du holst dir nichts. Du holst hier nichts mal vor. So, und in hier. Ah. Oh, wunderbar. Eingenommen, Ende aus Mickey Mouse. So. Ach, da unten sind die Peoples. Die Stärke unseres Feindes wächst. Ach so. Wir werden weniger. Wir werden weniger, Leute. Da unten seht ihr das hier? Ich gehe da mit der Maus mal hin. Da sind jetzt zwei Grüne noch, die sind noch da. Der hat nur noch zwei von drei, der hat nur eins. Okay. Wir nehmen das erstmal ein jetzt hier, Leute. Wir nehmen das erstmal ganz in Ruhe, nehmen wir das ein. Kontrollpunkt erobert. Gut. Halt mega nice, wenn wir neue Trupps kriegen. Da. Truppenverstärkung. Ach, wenn wir einnehmen, kriegen wir Truppenverstärkung. So, ich weiß nicht, ob das noch was bringt. Da ist wieder einer. Jawohl. So, das war mein Plan ja hier rum. Und dann hier unten einnehmen. Wir machen nämlich hier die ganze Karte mega platt. Wunderbar. So, die ignorieren wir jetzt mal kurz, weil wir müssen nochmal hier unten ran. Das ist mir eher wichtig, dass ich alles mitmache. Ich denke mal, der hat ein Level up hier wegen dem scheiß Pfeil. Halt, halt, halt. So, warte. Wir brauchen nur ein Wort. Seid wachsam. Ich tauche in. Und die verbrauchen ja nichts, wenn sie stehen, oder? Richtig. Schön. Aus der Hand des Imperators. So befehlen. Cyrus hier. Unter Beschuss. Oh, Alter. Das ist nicht gut. Ja, so läuft das nämlich. Lass gleich mal reinrennen da. Zack.
Wer abgeht, wer abgeht, der Hammer. Oh. Oh, da. Jawohl, also MP. Kriegen wir gut hin. Sind wir schon da? Ja. Also wir haben jetzt hier, hier ist nichts, oder? Ich bin theoretisch von hinten ran. Ja. Feindbewegungen voraus, Brüder. So, was war das jetzt? Er hier? Ne, er hier. Da rein. Nein, ich will nur ihn. Oh, wäre mal richtig gut, wenn er die weghaut, Alter. Ja, Hammer. Die mächtige Zuckermaune. Okay. Devastoren, Zeit zum Ausschwärmen. So, wo gehen wir jetzt hin? Das ist safe hier, wunderbar. Das könnten wir theoretisch hier hochgehen. Nehmen wir Position bei den Felsen ein. Na ja, hau mal weg, doch klar. Da nur so weiterhalten, okay. So, jetzt brauchen wir wieder Cyrus, unsichtbar, komm. Einmal scouten bitte. Haltet euch bestätigt. So. Gleich hinhauen, Alter. Gar nicht lange schnacken. Du gehörst an der Front, mein Freund. So. Das funktioniert doch. Aber es ist gar nicht so einfach, alles hier unter einen Hut zu kriegen. So, da haben alle was gekriegt. Wunderbar. So, jetzt nochmal hierher. In Stellung bringen. Taktische Marines Abitus. Das Schlachtfeld greift nach vorn. Oranda, jawohl. Hier da rein. Wir werfen eine Granate hier hin, jawohl. Boah, der geht voll ab, Alter! Was ist das hier? Wieder eine Rüstung? Er managt das alleine hier? Gut. Ja, wie er es drauf hat, ne? So, du gehst dahin. Du nimmst das ein. Kommandant, wir haben noch keine weiteren Feldgeneratoren bereit. Sie müssen bis zu Ihrem nächsten Einsatz warten, um eine weitere strategische Einrichtung zu sichern. Ja, das hätte ich mal eher wissen müssen. Hätte ich mir das hier geholt und nicht das, das andere. Das ist behindert. Gut. Scheiße. Aber komplett für ein Apple hier. Was ist hier los? Oh, muss ich hin. Feindbewegungen voraus, Brüder. So, Granate, klare Sache. Ach, komm, komm mal so weg. Boah.
Zack, zack, zack. Und jetzt alle Angriff hier auf den Kollegen. Oh, da ist richtig was liegen hier, Alter. Du traust dich aber, weißt du. Warum eigentlich nur vorrücken? Wunderbar, wunderbar. So, irgendwo, was wollte ich hier einnehmen gerade? Das hier. Das heißt, wir müssen hier lang. Alle. So, warte mal, ihn hier. Nee, er hier. Nee, keiner. Einfach alle drauf. Mann. Sind den Frontkämpfer entlasten? Da müssen wir hoch, jawohl. Die kommen da runter hüpft hier, ist doch klar. Aber. Ist vielleicht ein bisschen nervig, aber. Die hüpfen Dinger, aber. Abitus. Schnell! Hier geht dahin. Haltet euch bei. Hier geht dahin. Hier geht dahin. Nein. Konzentriert das Feuer. Deckung! Los! Schwere Munition! Taktischer Druck! Feuer erwidert! Wunderbar! Das läuft doch, Leute, das läuft doch! Schieß ruhig, ihr seid eh down. Du nimmst das ein. Das nehmen wir auch nochmal. Attacke. Einnehmen in Ruhe und dann läuft das hier auch. Gar kein Problem. So, eingenommen die Butze. Dann gehen wir hier nochmal rum. Soll ich auch mal alle. Ich glaube, ich habe so alles. Okay, jetzt kommen sie an die Schissen da. Oh, halt, wo ist er hier? Attacke! Ja, alles klar, geht, hau rein, ne? Viel Erfolg! Danke fürs Reingucken! Noch mehr Leichen! Takt, kommt mit mir, Brüder! Abrücken! Abrücken, Alter! Oder noch einer, den machen wir auch weg! Ha! Ist so geil! Alle auseinanderwürfeln! Abfahrt! Rüstung, jawoll. Rüstung der Tilgung. Und gehen wir hoch. Alter, aber erstmal der muss nach vorne hier, das gibt's doch nicht. Ich will sogar schon sagen. Bereitschaft. Die Wasto Marines bereit für den Kampf. Ihr da? Nein. Eine neue Position ein. Ihr da rein. Wir brauchen nur ein Wort für den Orden. Du dahin, so. Bereit machen, Brüder. Hier ist Avitus. So, was hier wird wahrscheinlich gleich richtig abgehen. Von daher. Aufpassen. Ich komme über euch. Ihr werdet immer unter meine Füße sein. Erbrücken zum Töten.
Wie können wir dienen? Ab damit! Ziel bestätigt! Attacke, Alter! Achtung! Jetzt kommt eine Bombe! Komm raus! Oh, sowas von. Oh, nicht gesehen. Lass den nicht entkommen. Hau raus da. Runterklatschen. Oh, scheiße, Mann! Scheiße, scheiße! Nein! Ich meine, eine Granate! Granate, schnell weg! Xeno anvisiert. Ich bin die Waffe des Imperiums. Der Feind zerstört ein Wichtig. Unsere Brüder sterben durch die Hand des Feindes. Schnell weg von dieser Granate! Lauf weg! Der schmeißt die Granaten ohne Ende! Klatsch ihn weg, Junge! Begegnet mein Stiefel und ihr seid tot. So geht's. Brauche Unterstützung. Taktische Positionsverlagerung. Rücken zu dieser Position ab. Durch Nahkampf gebunden. Nein, aber gar nicht so einfach. Muss übelst aufpassen, übelst konzentrieren. Ist er gleich tot hier, der Penner? Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Laut, schnell und gefährlich. Lappmaler. Fein vernichtet, Kommandant. Noch eine tote Grünhaut. Macht euch bereit für den Abzug. Alter, das war nicht einfach, meine Freunde. Das war nicht einfach. Der Sieg ist nur ein Vorspiel zur nächsten Schlacht. Einsatz erfolgreich. Verbesserte Scout-Restream. Yeah. Schön. Oh, hier gibt's schon. Okay, das war ich zu langsam. Ja, mal reinkommen. Oder ich dachte, wo ist denn natürlich jetzt nicht dieses komische Feld da eingenommen? Was macht denn das hier? Okay. Sondern hätte mal hier diese Statue eingenommen. Das wäre feines gewesen. Gut gemacht, Kommandant. Wir werden noch herausfinden, wer diesen Ork-Mob stärkt. Ich entsende ein Team, das die Überreste der Orks nach Hinweisen durchsucht, wer sie aufwiegelt. Haben wir irgendwelche zusätzlichen Informationen vom Nachbarsektor erhalten, Captain? Nein. Der Kontakt dorthin ist vollständig abgebrochen. Was könnte das Kommunikationsnetzwerk eines ganzen Sektors wohl in wenigen Tagen lahmlegen? Das müssen wir noch untersuchen. Aber die Verteidigung von Calderis hat Vorrang. Kommandant! Beginnen Sie Ihren Einsatz auf der Oberfläche, sobald Ihre Trupps bereit sind. Oh, wunderbar. Jetzt können wir das dann angreifen. Blabla, machen wir aber nicht. Jetzt werten wir erstmal die Geschichte hier auf. So. Den könnten wir jetzt nochmal zwei gehen. Das kann der dann, während Sie beim Nahkampf einen Spezialangriff ausführen, können Sie mit einer Wildheit zuschlagen, die für zusätzlichen Schaden sorgt. Was macht der hier? Die Sturmweite von... zum Sieg erhöht sich, während die Energiekosten dafür sinken. So, ich weiß nicht, ob das hier... Ihr braucht auch mehr Energie. Ein Zubehörplatz zusätzlich, außerdem bekommt der Oberkommandierende Energie, wenn er einen Feind tötet. Das ist natürlich...
richtig Porno. So ist die Frage, was sollen wir als nächstes hochballern? Weil da mache ich erstmal nichts. Was ist das denn? Gewinnen Sie Gesundheit zurück, wenn Sie einen Gegner im Nahkampf töten. Das ist natürlich auch richtig geil. Während Kriegsschlag aktiv ist, tötet der Oberkommandierin im Nahkampf die meisten Infanteristen durch starke Schläge. Okay. Das ist auch nicht schlecht, ne? Den Kriegsschrei, was war das? Ja, also ich würde auf jeden Fall hier das gerne hochmachen. Was geben wir? Energie fand ich auch wichtig. Macht er denn dann? Das erhöht sich. So, was passiert hier? Zubehörplatz wird frei, ist geil. Und er bekommt Energie, wenn er einen Feind tötet. Gehen wir mal da rein. Er geht richtig ab mit Spezialenergieangriffen. Was ist das denn hier? Verbesserter Bultpistole. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall hier. Was ist denn los? Oder was ist das denn? Ist noch besser? Bultpistole. Pistole Balz. 7,8 Schaden. Jawohl. 100% 40, 2, 1. Fahrzeuge drauf. Wir schießen hier mit 1% da. Oh. So, was haben wir hier? Mantel des großen Vaters. Ja, war doch das. Ja, Fernkampfschaden ist ja wohl ein bisschen. Anzahl der gegnerischen Konstruktionsfelder auf dem Umkreisplaneten legt die Anzahl der Nutzung pro Einsatz fest. Ach so. Okay, das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Jawohl. So. Ja. Was hier? Nahkampffähigkeit plus 1. Ah. Ich nehme über das. Rüstung des Kreuzritters. Na, ich nehme. Den hier. Plus 1 Nahkampffähigkeiten, ja. Gut. So machen wir das. So, der nächste. So. Bolter Spezialist. Spezialwaffenausbildung. Krakus lernt Bolter und Sturmbolter häufiger abzufeuern. Das ist natürlich auch geil. Dann gehen wir jetzt mal rauf jetzt. Das wird der nächste hier. Das ist gut. So. Da weiß ich es jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Also wir nehmen das hier auf jeden Fall. Für ihn hier. Wir überlegen uns das nochmal. Wir gehen jetzt mal zum nächsten. Gucken, was der so kann. Das kommt einfach rein. Das ist doch hier genau. Wir nehmen hier Fernkampfschaden erhöht, auf jeden Fall. So. Was ist, geht jetzt hier ab? Warte mal, was kann der denn? Was ist denn hier wichtig gewesen? Was macht er denn, wenn aktiv wird, durch Feuer konzentrieren, auch auf Waffenreichweite erhöht? Okay, was ist das? Zubehörsplatz, ja. Erhalten Sie für eine kurze Dauer zusätzliche Bewegungsgeschwindigkeit und Immunität gegen Umwürfen. Ich verstand. Kann ich nicht umgeworfen werden. Wir brauchen wahrscheinlich hier auch ein bisschen Wille. Vor allem Wille ist auch ein Weg, ne, meine Freunde? Den haben wir ausgerüstet. Was ist, wir brauchen eine neue hier oben. Schwerer Bolter, das ist alles für den Arsch. Was macht denn der? 6,6, ja. Tarkus. Was haben wir den hier? Hopp. Und der Kollege hier, was ist das? Achso. Ich hab schon was Besseres gehabt. Ja, dann können wir den. So, warte mal, das haben wir das hier. Der Nahkampf wurde ganz bestimmt nicht. Was macht denn der hier? Haben wir jetzt. Ah, okay.
Cyrus kann spezielle Munition bei Scharfschützengewehren und Schrotflinten benutzen. Schaltet den hochexplosiven Schuss und den hochenergetischen Schuss. Ah. Das machen wir doch mal. So, und was war das jetzt hier? Das können wir nicht wegbollern, weil ich habe was Besseres. So, 20 EP. Gut. Noch was? Okay, 7-7. Stufe 4. Ach so, das ist was Neues. Lektion des Aspiranten in Stärke. Okay. Fahrzeug ist schlechter. Genauigkeit ist höher. Angriffsgeschwindigkeit ist langsamer. Auch nicht mehr so eine hohe Reichweite. Okay, das ist das Einzige. Die können das nur nehmen. Also. Dann machen wir hier so ein bisschen fernkampfmäßig. Das ist schon okay. Wunderbar, meine Freunde. Das nächste wäre jetzt hier. Was ist hier los? Ork-Bossen besiegt. Schauen Sie sich die dringendsten Einsatzziele in Ihrer Aufmerksamkeit benötigt im Detail an. Sektorkontrollbonus. Die Gesamtzahl der gesicherten Kommunikationsfelder im Sektor entscheidet, welche besonderen Einrichtungen während der Verteidigungsmission verfügbar sind. Aha. Das Signum ist eine hochentwickelte Zielvorrichtung, mit der sich Präzisionsschläge. Okay, das wissen wir ja. Haben wir. Sektor. Hier wissen wir noch hoch. Jemand wiegelt die. Halt. Okay, hier wissen wir noch nichts. Aspirant des Zorns. Kampagnenrang. Ihr aktueller Rang beim Volk des Subdektors Aurelia. Öffnen, um weitere Details zu erfahren. Ja, das interessiert mich jetzt auch mal. Was ist das denn jetzt hier? Kriegerpunkte, 800 Retterpunkte. Kriegerleistung, durchschnittliche Wildheit, durchschnittlicher Widerstand, 2 Sterne gesammelt. Gesicherte Territorien, eingesammelte Ausrüstung, gesicherte strategische Einrichtung. Oh, getötete Feinde, abgeschlossene Einsätze, 1 Stern gesamtdurchschnittliche Geschwindigkeit. Ja, okay, achso. Ja, knall alle weg. Achso, das habe ich eingenommen. Hier ist nichts eingenommen worden. Achso. Ich habe jetzt nur das. Als nächstes mache ich das und dann würde ich wahrscheinlich sagen, dann nehmen wir, gucken wir nach der Gießerei. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge auf YouTube sehen und im nächsten Stream. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Eure Zockermale. Und nicht vergessen, wer es auf YouTube seht, twitch.tv/Zockermale. Einmal followen bitte, dann verpasst ihr nichts. Nicht das Live-EP. Wäre schön, wenn wir mal ein paar Leute hier im Chat hätten, mit dem wir mal ein bisschen interagieren können. Und solltet es auf YouTube sehen, ne, ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren auf YouTube. Das ist auch schön. Jedes Abo macht mich glücklich. So, ja, dann noch was vergessen? Nö. Das ist quasi Training hier auch für mich, um im Multiplayer gegen David, sprich Klicken Loot, zu bestehen. Bis zum nächsten Mal.